Jetzt müsste der Livestream losgehen. Andreas! Hey, Nepomuk! Hallihallöchen! Glück auf! Ja, Servus, würde ich sagen, hier von Niederbayern in Richtung Dortmund. Du, also den Stück Stadel, den ich dir geschickt habe, den hast du aber wirklich gut aufgebaut. Also alle Achtung, das hätte ich jetzt, sage ich mal, so als klassischer Nicht-Handwerker so gar nicht so zutrauen, weil du bist ja eher mehr in den geistigen Sphären unterwegs, ne? Naja, sagen wir es mal so, ich habe ja Wurzeln in den Stahlarbeitern und Bergarbeitern im Ruhrgebiet und leider keine philosophischen oder akademischen Wurzeln. Das heißt, notgedrungen musste ich mir mein Spielzeug früher selber basteln. Und insofern, hier sehen wir noch die Skier und wir sehen da, ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Also ich habe mal einfach die Utensilien genommen, die du mir so zur Verfügung gestellt hast, um das aufzubauen. Ich glaube, das, was da hinten hängt, ist so ein Schnapsbrett, ne? Da wird dann nach der Sendung der Schnaps verteilt. Ja, ja. Ein Schnapsbrett, okay. Ja. Ich hab natürlich hinten ein bisschen die gefährlicheren Werkzeuge, nicht? Das siehst du, Sägen und so weiter. Also wenn wir irgendwas auseinanderschneiden müssen, zerlegen müssen. Genau, und ich bin auch schon bestens vorbereitet. Mensch, her. Also klar, ja, wie sagt man da, das sieht man jetzt nicht, ja genau, man braucht natürlich ein Weißbier, ist logisch, klar, im Stadion, im Karatelli-Stadion. Ich habe hier auch entsprechendes Glas vorbereitet. Aber wenn dieses Glas, sage ich jetzt mal, vielleicht zu klein wird, ich habe auch hier ein viel größeres noch, ne? Keine Ahnung, das ist natürlich auch super. Und ich werde mal zuerst einmal hier mein Getränk einschütten, und dann lasse ich mit dir mal kurz die Bühne, ne? Also oder den Stadler. Ja, alles klar. Also, ich bin auch vorbereitet, ich habe hier meinen Pott Kaffee, Käffchen, wie wir dazu sagen, und mal gucken, der ist brüllend heiß wahrscheinlich. Ja, mein Weißbier war im Kühlschrank, es ist wunderbar. Also Sachsen, die also richtig Schaum auf, sagt man, oder wir, was muss ich jetzt einblasen, dass man das auch sieht? Ja, wunderbar. Und dann schau, dass ich die Hefe noch reinbringe. Du, Andreas, was hast du irgendwie einen Plan oder sind wir schon immer planlos gewesen? Nee. Also, der Plan besteht darin, dass wir natürlich spontan sind. Als erstes, ich weiß ja nicht, wie ist das Wetter überhaupt bei euch in Bayern? Bei uns schneit es richtig große Flocken und deswegen bin ich auch froh, dass ich einen heißen Kaffee habe. Man kann es nicht warm genug haben im Stadel, aber du scheinst eine Abkühlung zu brauchen, oder? Naja, du, ich bin heute schon, ich habe ja die Quarantäne heute schon verlassen. Ich bin schon mit meinem Sohn hier gemountainbiked. Über Stock und Stein, nicht? Und da hat mir die Sonne ein wenig gefangen. Also wir haben hier einen strahlend blauen Himmel, ein paar Wolken sind durchgezogen. Also so richtig, nicht? Wir haben, also eigentlich, genau, also es war richtig. Eigentlich bin ich so fertig, dass ich mich eigentlich jetzt aufs Kanapé legen müsste. Du weißt schon, was ein Kanapé ist, ist egal, oder? Also ein Kanapé. Kanapé. Kanapé, so, genau. Couch. Eine Knuddelcouch. Ja, ja, so in die Richtung. Nicht? Da hast du auch ein paar in deinem Studio. Okay. Ja, ich meine, genau darum geht es ja in dem Quarantänestadel, einfach die Grenzen wieder zu überwinden. Und wenn wir sowieso schon auf engem Raum zusammengefercht sind, dann sollen wir das Beste daraus machen. Und auch, um zu zeigen, dass ein großer Raum ein enger Raum sein kann oder ein enger Raum kein kleiner Raum sein muss, dafür machen wir das ja hier. Und da gibt es ein ganz fantastisches Beispiel, das ich gleich zeigen möchte. Und zwar in Italien, die sind ja schon etwas länger dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Und die hat es ja auch ganz schön schwer erwischt, die Italiener. Also da gibt es wohl wirklich ernstzunehmende Krankheitsfälle, Todesfälle. Und man kennt ja aus den sozialen Medien vielleicht diese Videos, wo die Italiener sich an den Balkon gestellt haben und dann so einzeln so musiziert haben. Und das hat jetzt jemand, nämlich Paolo Annunziato, mal ganz professionell auf die Spitze getrieben. Er hat, ich zeige das mal eben hier in der Bildschirmfreigabe, er ist ein Dirigent und er hat, Moment, wo habe ich es denn hier? Ja, schöner Bildschirm hast du, ja. Mhm. Wo ist mein Dirigent? Ach so, kleiner technischer Fehler. Okay, da müssen wir durch. Ich muss den mal eben wieder aufrufen hier. Ja, du, aber nebenbei kann er da gleich eine Geschichte erzählen. Also ich bin ja heute fehlerfrei, sage ich jetzt mal, über Stock und Stein gerollt und hat also praktisch Schwein gehabt, dass mich nicht praktisch irgendwie aufgestellt hat, weil wir sind ja teilweise schon richtig da den Berge runtergefahren. Weißt du überhaupt, wo der Begriff Schwein gehabt herkommt?
Also mit Schwein, wie jetzt der Polnische, du hast Schwein gehabt, ne? Ja, Schwein gehabt kenne ich wohl, Quatsch, also ich kenne das, ich kenne den Ursprung nicht. Das kann kein Schwein lesen, das weiß ich wohl. Das kam von Leuten, die irgendwie des Lesens kundig waren und das waren Bauern und die trugen wohl die Namen Schwein oder sowas und wenn die das schon nicht lesen konnten, dann konnte das kein Schwein lesen. Nein, aber das ist völlig falsch, Andreas, völlig falsch. Im 14., 15., 16. bis fast sogar 18. Jahrhundert noch war es so, dass sag jetzt mal, wir ganz interessante Bräuche gehabt haben. Also wenn jemand irgendwas angestellt hat, ich sage jetzt mal, die Magd ist schwanger geworden und keiner war es, nicht? Und dann gab es eine Anzeige und dann musste man praktisch vor dem Dorfrichter etc. und musste irgendwie die Strafe oder ist ein Kind tot, sag jetzt mal, im Bauernhof passiert und irgendwie keiner weiß warum, nicht? Also finstere Mächte, dann war es so, dann hat man, ja, wenn einer, sag ich mal, ein bisschen reicher war, dann hat er gesagt, okay, ich habe Gott sei Dank noch ein paar Schweine in meinem Stall draußen, hat die Schweine mitgenommen und dann ist praktisch die, weil er gesagt hat, ich bin nicht schuld, das Schwein war schuld und dann hat man die Schweine mitgenommen zu dieser Gerichtsverhandlung und dann ist dieses Schwein verurteilt worden, hat man praktisch Schwein gehabt, nicht? Aber ich, nein, das ist jetzt kein Spaß, das ist tatsächlich ernst, das kann man nachlesen, ja. Okay. Also ich bin jetzt technisch wieder so weit, dass ich bei den Italienern weitermachen kann, weil die haben auch Schweine, die überwinden nämlich tatsächlich diese räumlichen Grenzen und dieser Dirigent Paolo Annunziato, der hat etwas wirklich Großartiges gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt technisch klappt hier und zwar Bildschirm freigeben, da haben wir ihn. Hey! Und zwar, dieser Mann hat den aus der Verdi-Oper Nabucco den Gefangenenchor schlicht und einfach mal verteilt. Er hat die Textblätter, Notenblätter verschickt an seinen Chor und diese Menschen dann im Wohnzimmer einsingen lassen jeweils. Man sieht hier, ne, die sind alle in ihren Privatwohnungen und man sieht dann auch, wie viele das dann teilweise sind und die singen jeder für sich dieses Stück ein. Und dann hören wir doch mal rein, wie das klingt. Die singen also alle zu unterschiedlichen Zeiten dasselbe Stück. Und das wird dann zu Hause im Studio zusammengeschnitten. Und das ist wirklich unfassbar. Ja, das ist eine gute Idee, Andreas, das sollte man eigentlich auch wieder mal empfehlen, sage ich mal, gemeinsam singen, aber nicht gemeinsam dirigieren. Ja, genau. Okay. Genau. Ja, da können wir auch irgendwie einen Quarantäne-Song irgendwo, was ich, wenn die Leute jetzt Lust haben, dann verlinkt man da unten dann irgendwie die Adressen, dann wer sagt, wer kann Gitarre, wer kann Trompete, wer kann jodeln, etc. Dann machen wir hier den niederbayerischen, was ich, Dortmunder Gefangenenchor in Quarantäne, wie auch immer. Das passt ja zum Thema. Genau. Ich finde, das ist eine großartige Message. Das bedeutet, dass dieser Zustand, der nur wirklich sehr, sehr schlimm ist. Ja, also Menschen, die sind ja nicht nur zu Hause irgendwie, weil sie nicht mehr in Gruppen rausgehen dürfen. Das ist ja vielleicht noch verkraftbar für eine Weile. Ich meine, wir hatten als Kind alle mal Stubenarrest oder sowas, da kommen wir noch irgendwie mit klar. Aber es ist ja ernst, die Menschen verlieren teilweise wirklich ihre Sinnhaftigkeit, ihre Arbeit sowieso bei vielen Menschen. Aber auch Depressionen machen sich breit, dadurch, dass du schlicht und einfach dein Leben nicht mehr leben kannst. Und dieser Mann hat mit den technischen Möglichkeiten meiner Ansicht nach uns allen gezeigt, wir können weiterhin kreativ sein, vernetzt bleiben, gemeinsam ein Werk schaffen. Man könnte zum Beispiel auch jetzt nicht mit Musik, es ist ja nicht jeder irgendwie Sänger oder Musiker, aber man könnte ja zum Beispiel auch anfangen mit einem Bild, das kollektiv gemalt wird. Ich bin da nicht so ganz so kreativ, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt nicht so mal nach Zahlen mäßig, aber dass jeder ein bestimmtes Detail dazu beisteuert, um irgendein Gesamtwerk oder so. Ja, das ist ja kein Problem. Da macht man eine Idee, der sagt, das Bild heißt, keine Ahnung, wie auch immer, Frühlingserwachen und dann malt jeder, sag ich jetzt mal, ein A4-Blatt voll und dann werden diese A4-Blätter aneinander geputzelt per Photoshop oder wie auch immer. Und dann hat man praktisch ein in Quarantäne entstandenes virtuelles Frühlingsbild. Das ist doch auch mal eine ganz tolle Idee. Ich glaube, dass da gute Sachen rauskommen dabei. Ja. Und genau zum Thema Spiel. Weißt du überhaupt, wer den Begriff des Spielens überhaupt erst einmal
im Homo Ludens veröffentlicht hat. Der Spiegel. Das ist ein Zitat von 1839. Und zwar heißt: Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung zwischen zweckfreien und zielgerichteten Spielien. Als zweckfrei gelten innerhalb eines gewissen festgesetzten Grenzen von Raum und Zeit nach freiwillig angenommen, aber unbedingt bedingungslosen Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird durch ein Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Anderssein als das gewöhnliche Leben. Ja, da haben wir also praktisch ja voll im Spieltrieb drin. Und was interessant ist, ist der Begriff, das Ziel in sich selber trägt. Da gibt es einen Fachausdruck, das heißt Entelechie. Du weißt ja, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird, dann hat die praktisch die Raupe auch dieses Ziel in sich schon drin und verwandelt sich dadurch. Das heißt, wir könnten jetzt also uns da richtig entpuppen. Entpuppen, Metamorphose. Ja, also das stimmt, riesige Chancen. Und bei der Gelegenheit können wir natürlich auch überhaupt alle Zuschauer mal auffordern, bringt euch ein, schreibt in die Kommentare natürlich rein, was ihr so für Ideen habt mit diesem Zustand der Zwangsgemeinschaft, der Ausgangsbeschränkungen, der Quarantäne, klarzukommen, das Beste daraus zu machen. Wir nehmen das alles mit auf und machen daraus einen großen gemeinsamen Eintopf, eine Collage mit, wie geht ihr damit um, was habt ihr für Tipps, Kochrezepte zum Beispiel, Spielemöglichkeiten und so weiter. Andreas, weißt du, was ein Palmkatzel ist? Ein was? Ein Palmkatzel. Du kommst immer mit Sachen, das versteht doch kein Mensch, was ist das? Erzähl. Ja, ich mal schaue, wie ich das irgendwie da einblenden kann. Ich muss einmal meinen Bildschirm hier freigeben. Ich habe das hier da schon mal irgendwo hier aufgemacht. Pass auf, schauen wir mal meinen Bildschirm freigeben. Mal gucken wir mal, welchen Bildschirm das wir da brauchen. Eine Sekunde. Ich habe so viele, dass es gar nicht fängt. Da ist er, genau. Siehst du das jetzt gerade? Ja, sehe ich. Genau, das sind diese Blüten. Das heißt, am Palmsonntag, also dem Sonntag vor Ostern, werden in der Kirche die Palmkatzel Zweige mit Weidenkränzchen geweiht. Genau, die hat man früher als Kinder praktisch gebunden und so weiter. Und dann hat man den irgendwo im Dachboden aufgehangen. Und das kann man jetzt auch machen. Das schützt vor Blitzschlag und so weiter. Man kann es auch hinter das Kruzifix klemmen oder hinter das Heiligenbild. Das hilft auch wieder, ja genau. Palmkatzel, ja. Palmkatzel, genau. Mein Gott. Ihr habt Wörter in eurer Sprache. Also ich will sofort mal nur was sagen. Das muss ich ja nur mehr, weil wir gerade so schön drin sind. Weißt du, du kennst ja das Wort Schlitzohr. Jeder sagt, ach Mensch, das ist ein Schlitzohr, gell? Ja. Schlitzohr. Ja, genau. Wo kommt denn der Begriff her? Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eigentlich du eigentlich schon wissen, weil du näher an dem Geschehen drauf bist eigentlich. Ne? Ich habe mit Schlitzohren nichts zu tun. Nein, ich meine jetzt geografisch. Nee, das kommt eigentlich von den ursprünglichen Seefahrern, also von den Matrosen, weil die hatten ja praktisch permanent irgendwo auf See und hatten ja eigentlich irgendwie aus der Truhe vielleicht gar nichts dabei. Und die haben praktisch ihren ganzen Sold und so weiter in der Regel in Gold anlegen und haben sie dann einen Goldohrring machen lassen. Das heißt, wenn die dann irgendwann einmal verstorben waren, dann hatten sie praktisch hier eben diesen Ring dabei oder. Und wenn jemand, sage ich mal, irgendwann beim Kartenspielen oder sowas irgendwie mal falsch gespielt hat, dann hat man den, sage ich mal, diesen Ring, sage ich jetzt mal, ein bisschen brutal aus diesem Ohr rausgerissen und da war der Schlitz drin und da kommt dieser Begriff des Schlitzohrs her. Mein Gott, okay. Ja. Also ich bin jetzt noch ganz unversehrt, also Glück gehabt. Also ich staune über das Vokabular in der bayerischen Sprache. Ich habe in unserer Ankündigung auch erzählt, dass ich auch gestaunt habe, dass das Hamster, Biber und Saurus urbayerische Wörter sind. Ich habe sie mal in einem einzigen Satz zusammengehört sogar. Echt? Ja, das ist schon lange her. Und zwar bin ich da mit meinen Freunden nach der Uni öfters mal in so ein kleines Literaturcafé gegangen. Das war in der Nähe vom Dortmunder Hauptbahnhof. Und da tummelten sich natürlich alle möglichen Leute, die nach Dortmund gekommen sind, an- und abgereist sind und so weiter. Und dieses Literaturcafé, das war eigentlich nichts anderes als ein paar Bücherregale und eine Kaffeemaschine. Das hat eine Freundin für uns betrieben. Aber es sah sehr gemütlich aus. Und dann irgendwann, eines Tages, kamen mal drei junge Männer, wahrscheinlich mit dem Zug aus München oder sowas an,
guckten sich verdutzt um, tuschelten miteinander und dann sagte einer zu unserer Bekannten, die dieses kleine Literaturcafé betrieb, sie sagte, ja, ob da hier kabierbar. Nee, ja, Hamster hier kabierbar. Mehr wolle die Saurus lassen. Hamster, Biber, Saurus. Okay, da wusste ich, das sind drei Urbayern. Ah, ja, jetzt, na klar, wenn natürlich hier irgendwo eine Weltsprache auf Dortmunder Dialekt trifft, dann ist natürlich, ja, da gibt es eine Urzündung und klar, da braucht man, hat man dann für eine Woche was zum Nachdenken, das ist ganz klar. Na, weißt du, da haben wir schon wieder bei den Wörtern. Weißt du, was ein Bämbier hieß? Wie wer? Bämbel? Ein Bämbier hier. Nee? Hey, warte mal, ich mache wieder Bildschirmfreigabe, dann zeige ich dir mal, was ein Bämbier ist. Siehst du das? Ein Bämbier, das sind praktisch früher die Bauern oder die Mägde und keine Ahnung, die am Bauernhof gearbeitet haben, die immer Kopftuch gehabt, so lange bevor die Burka gekommen ist. Und das war eben, das ist meistens ist ja, das ist irgendwie von Böhmen drüber geschwappt, das ist so eine Antichtskarten von so einer elsässischen Bäuerin und das hat auch meine Oma drauf gehabt, etc. Das ist ein klassisches Bämbier. Okay, das ist also gar keine Erfindung von... woanders her, nein, das gehört uns schon direkt. Ja, das ist schon in unserem Gai. Also Gai ist praktisch in unserem Umfeld, ne, ist das ja Tradition. Ne, sehr klar. Da fragt gerade eine Frau in den Kommentaren, warum wir den gleichen Hintergrund haben. Annette fragt das. Naja, Annette. Ja, wir sitzen im gleichen Stadel, also du bist gut. Ne? Also. Wir sitzen halt im Stadel. Und, ja, aber Weißbier und du hast keins, das ist der Unterschied. Soweit reicht es nur, der scheinbar noch nicht drauf. Da habt ihr scheinbar eine Weißbier-Quarantäne da mit Dortmund oder was? Weißbier-Quarantäne. Ach, übrigens, Quarantäne. Aber ich habe mal so ein bisschen überlegt, es geht ja dabei auch um eine ernste Sache. Ach so, okay. Die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Ja, wir können uns ja geistig auch ein bisschen anstecken. Wir müssten uns ja nicht unbedingt mit irgendwelchen Viren anstecken. Es reicht ja, wenn wir uns geistig irgendwo ein bisschen anstecken. Nicht? Also du mit deinen, ja, sag jetzt mal, boah, was weiß ich, geistigen, ja, du bist ein Geisteswissenschaftler. Das ist ja ganz, ganz wichtig für die Leute, die überhaupt noch nicht kennen. Wenn sie sagen, Mensch, was hat denn der Nepomuk da für einen Kappifritzen daneben sitzen? Wo kommt der her? Ja, der kommt aus Dortmund, das ist der Andreas Winter, der hat ein Institut und der, wenn sie einmal irgendwo was zwickt oder verheilt, bei euch geistig, dann hat es mir völlig aufgekommen. Ne? Sagen wir mal so, kurz ausdrücken. Ne? Manchmal setze ich das Wort Geist bei Geisteswissenschaftler auch in Plural, um die Leute so ein bisschen zu schockieren. Okay, ja, das geht auch, ja. Nee, aber da sind wir aber beim richtigen Thema, weil Virus, dieser virale Effekt, den kennt man ja, virales Marketing zum Beispiel, der eine sagt es dem anderen weiter und da wird sich etwas viral ausbreiten, also vielleicht sogar exponentiell in einer großen Informationslawine. Und da bin ich auf folgende Sache gekommen. Und zwar, natürlich kann man sich irgendwie mit Viren infizieren und Bakterien. Das ist jetzt auch so tragisch, das ist nichts Besonderes. Das passiert in der Geschichte der Lebewesen wahrscheinlich schon immer so. Und wir sind ja umgeben von allen möglichen Viren und Bakterien. Es ist nicht möglich, einen Raum wirklich steril zu halten. Ich habe mal gehört, dass egal wie gut man desinfiziert, man nach 20 Minuten wieder ein unsteriles Milieu hat, weil aus der Decke, aus dem Fußboden, aus den Wänden, aus der Kopfhaut, aus der Kleidung strömen die Keime wieder nach. Das ist also so schlimm erstmal nicht. Aber der Hammer ist ja, es gibt ja irgendwelche Keime, die können uns irgendwie, keine Ahnung, dann den Garaus machen und Keime können weitergetragen werden. Aber das wirklich Dreckige ist ja noch nicht mal unbedingt unsere Atemluft. Wir werden ja dazu angehalten, auch irgendwie die Hände uns zu waschen und so weiter. Aber man schaue sich mal eines der dreckigsten Dinge an, die es gibt. Und das ist nicht, wie viele meinen, das Klo. Es ist auch nicht, wie viele wissen, der Kühlschrank, sondern das hier. Das ist so ziemlich das Dreckigste, das Keimbehaftetste, was es gibt. Abgesehen davon, dass es auch so gut wie jedem Geldschein Spuren von Kokain gibt. Aber Andreas, ist doch gut für die Leute, die jetzt kein Geld haben, die können sie dann auch so nicht so schnell infizieren oder wie? Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden, weil ich hier eine Rückkopplung hatte. Also das heißt, wer bargeldlos, sage ich mal, durch das Leben rennt, der hat auch hier ein bisschen eine niedrige Ansteckungsquote oder was? Ja, es kann natürlich sein, dass wir unter Umständen aus genau diesen Gründen mit der Abschaffung des Bargeldes demnächst mal konfrontiert werden. Aber dem habe ich was entgegenzusetzen, weil
obwohl so ein Geldschein total keimbehaftet ist, stecken sich Menschen mit Geld in der Regel nicht an. Sonst müssten alle Bankkaufleute, die früher noch am Schalter gesessen haben und Geld gezählt haben, ne, 10, 20, 30, 40, die müssten alle todkrank sein. Und ich habe mal etwas mitgebracht, was wirklich richtig eigentlich gruselig ist. Das ist eine 500.000 Lire Note. Ich habe den aktuellen Umrechnungskurs nicht. Ich meine, das wären 80 Cent oder sowas. Und gerade in den etwas wirtschaftlich schwächeren Staaten sind die Geldscheine ja wesentlich länger im Umlauf als in den etwas reicheren Staaten, die dann immer wieder Geld nachdrucken können, wenn es irgendwie dreckig zerknüllt ist oder so, wird es halt vernichtet. Aber so ein Lire-Schein, der hat durchaus eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Und in der Türkei, da scheint auch öfters mal die Sonne. Sprich, da sind es auch noch ganz andere Temperaturen teilweise, die kein Wachstum irgendwie auch beschleunigen können, und trotzdem macht uns Geld nicht krank. Ich mache jetzt mal einen ganz mutigen Selbstversuch. Mein großes Vorbild ist ja Max von Pettenkofer. Max von Pettenkofer, Münchner Chemiker, ein Landsmann von dir praktisch, der hat ja vor über 150 Jahren... Der sechste wieder. Bitte? Der sechste wieder. Ja, genau. Der hat vor über 150 Jahren im Hörsaal vor seinen Studenten ein Glas Cholera-Bakterien getrunken, um zu zeigen, dass das Vorhandensein von Keimen noch lange nicht ausreicht, um krank zu werden. Und seine Studenten haben es nachgemacht mit dem gleichen Effekt. Und daraufhin gab es einen sehr großen Streit, oder der schwelte schon lange, zwischen Robert Koch und Max von Pettenkofer. Robert Koch sagt, um Gottes Willen, also Keime ganz schädlich. Aber ich probiere jetzt mal diese Banknote, 500.000 türkische Lire, die durch viele Tausende von Händen gegangen ist, schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Einfach mal, ich teste sie jetzt mal, ich lecke sie jetzt mal ab und schaue mal, ob die Sendung in 3 Sekunden geht oder nur länger. Genau, ich schaue jetzt mal einfach, ob ich in den nächsten 2 Wochen krank werde oder nicht. Und wenn nein, bedeutet das, wir haben etwas zum Nachdenken, finde ich. Ja, und Andreas, da muss ich was ergänzen. Das ist ja so, da gibt es, glaube ich, auch eine Studie darüber. Das heißt, wenn du, sag ich jetzt mal, wir haben ja früher aufgewachsen, ich bin ja aufgewachsen in einem Bauernhof. Das heißt, da war ja, wir sollen, da bist ja zwischen den Tieren, zwischen den Kühen, zwischen den Schweinen, den Hühnern etc. Du hast ja permanent, sag ich jetzt mal, auch, sage ich mal, beim Ausmisten ist es eigentlich, wenn man den Kot, sage ich mal, der Kühe hier auf den Misthaufen wirft. Alle diese Dinge muss man ja machen, wenn man hier aufwächst. Dann hat ja, glaube ich, 2-3 Pfund Dreck frisst man da im Jahr, im Schnitt etc. Da hat man untersucht, dass das eigentlich eine absolute Fitness für den Körper ist. Das heißt, wenn man permanent zu Hause mit den Sack und Hand rumspült und die Kinder, sage ich jetzt mal, völlig, sage ich mal, keimarm aufwachsen, dann haben die natürlich später noch Allergien und Zeug und Klump etc. Das heißt, der Körper kann ja gar keine Abwehrkräfte aufbauen. Und dann scheinbar übernimmt dein Geldschein ähnliche Aufgaben. Leute, sage ich mal, die sagen, ich habe jetzt keinen Bauernhof zu Hause, ich wohne jetzt so im 7. Stock irgendwo in München, keine Ahnung, wo auch immer. Ja, dann müssen die halt mehr Geldscheine lecken. Ich weiß nicht. Also vielleicht ist das auch irgendwo dann, das Immunfitus. Du hast soeben die Bargeldimpfung erfunden. Also, Leute, ihr braucht mehr Bargeld, nicht Bargeld abschaffen. Das ist gut, aber ich will noch auf was anderes hinaus. Und zwar ein Virus ist ja, wenn man es ganz streng genommen nimmt, kein Lebewesen, sondern ein Informationsträger, ähnlich wie so eine CD-ROM. Wenn ich hier so eine CD-ROM nehme, meinetwegen hier mein Hörbuch, was deine Angst dir sagen will, ne, da haben wir... Langsam, Andreas, wissen die jungen Leute noch, was das ist? Ja, die jungen Leute, ja, also eine CD-ROM kriegt ihr noch auf die Kette. Ich habe ja keine Vinyl-Schallplatte oder keine Schellack-Schallplatte rausgeholt. Also so eine CD-ROM ist nichts anderes, rein von der Form her, wie ein Informant, ein Datenträger. Und ähnlich ist ein Virus auch. Das bedeutet, der Virus braucht einen CD-Player, der braucht also irgendeine Körperzelle, die seine Informationen dann auspacken kann. Und jetzt kommt's. Der schlimmste Virus, meiner Ansicht nach, ist nicht irgendein Rötel oder Herpes oder irgendeine Form der vielen Coronaviren, die wir ja schon seit vielen Jahren kennen, sondern der schlimmste Virus ist der sich durch das Internet verbreitet. Das ist die Angst. Die Leute machen sich gegenseitig Angst und sagen, alles ganz, ganz schlimm. Und diese Angst sorgt für Stresshormone. Und Stresshormone schwächt unsere Abwehr. Und es gibt einen sehr, sehr klugen Mann, einen Professor von der
ich weiß nicht, ob er an der Charité ist, aus Berlin jedenfalls. Das ist der Professor Dr. Stefan Hockherz. Und der sagte in einem Interview im, ich meine, es war der Norddeutsche Rundfunk vor ein paar Tagen, die Menschen, die Toten, die wir zu betrauern haben, sind nicht an dem Coronavirus gestorben, sondern mit dem Coronavirus. Das bedeutet, ein Großteil hatte irgendwelche Erkrankungen, ist daran gestorben und es wurde bei denen auch das Virus gefunden. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, die Leute sterben durch Geld, weil alle Toten hatten ja irgendwie Geld dabei, ein Pfennig oder keine Ahnung, ein Euro. Aber nein, da gibt es zwar eine Synchronizität, es gibt das Virus, es gibt auch die Mortalität, aber man muss den Kausalzusammenhang betrachten. Andreas, ich glaube, da wird es nach dieser Krise natürlich noch einiges an Daten aufwurschteln oder durcheinanderwurschteln, keine Ahnung, und das zerlegen. Momentan ist da ein bisschen durcheinander. Ne? Die Leute, ist auch genau wieder sowas, die sagen, ich weiß gar nicht, glaube ich, es sind alternativen Medien oder glaube ich, die Bundeskanzler sagt, oh, nein, nur die offiziellen Medien sind die richtigen, etc. Also momentan ist da ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Hoheits- wie sagt man da, wenn jemand die Deutungshoheit hat? Ne? Der Informationshoheit, ja. Ja, genau. Mhm. Aber wie gesagt, vielleicht sollte man den Leuten auch ein bisschen, wenn jetzt die Leute daheim sind, ne? Dann haben wir jetzt diesen Quarantänestich. Genau. Dann müssen die ja kochen, die müssen essen und trinken. Wir haben das Problem, ich glaube, dass die Quarantäne ist ja nur halb. Also man darf zwar rausgehen, da kann man nur drauf dazu, nein, aber im Haus. Also du kennst ja diese, wir haben ja momentan sowieso vorher schon einen Virus gehabt und dieser Virus war ja auch, wie du schon gesagt hast, digital und das ist dieser da. Ne? Wie soll ich sagen, hier. Wenn man hier die jungen Leute sagt, okay, die sind ja so permanent in diesen Geräten noch mit drin, verschmolzen mittlerweile, also da nennt man Transhumanismus, Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine. Ich denke, was können wir denn tun, dass diese Verschmelzung jetzt gerade in dieser Quarantäne, die Verschmelzung wird noch enger. Wie kann man denn die entkoppeln? Du als Psychologe müsstest ja jetzt da irgendwo, oder als Diplompädagoge, der hier mit Psychologie, sag ich jetzt mal, weiß, welche Muster das hier ablaufen. Vielleicht findest du da mal für Tipps. Ich kann mir vorstellen, dass viele Männer, Frauen, Eltern draußen sind und sagen, um Gottes Willen, ich bringe meine Kinder von dieser Verschmelzungsmaschine gar nicht mehr weg. Ja. Ja, jetzt haben wir also einen wunden Punkt. Ja, ja, genau. Jetzt sitzt man selber vor dieser Glotze dort, ne? Leute schaut es rein und dann heißt es aber, eigentlich müssen sie es weglegen. Ne? Nein, ich bin da tatsächlich ein bisschen unbequem in meiner Antwort. Okay, passt schon. Vor ungefähr 10 Jahren mal von einer älteren Dame gebeten worden, ob ich, achte auf die Formulierung, ob ich ihr nicht helfen könnte, dass ihr Enkel, der war so ungefähr 11, ob ich ihr nicht helfen könnte, dass ihr Enkel nicht ständig mit seinem Telefon rumspielt. Also er hat damals auch irgendwie schon SMS geschrieben und sowas alles. Und dann habe ich damals gesagt, einen Teufel werde ich tun. Wir wissen noch gar nicht, wie seine Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, ob er nicht vielleicht keinen Job kriegt, wenn er nicht in der Lage ist, mit seinem Smartphone zu twittern. Das habe ich vor 10 Jahren gesagt. Dann guckte die mich an und sagte, was, hä? Ich sage eben, Finger weg von deinen Kindern oder Enkeln, weil du hast keine Ahnung von deren Zukunft. Und ich behaupte, und da werden jetzt wahrscheinlich alle Teenager sagen, juhu, Andi, wir lieben dich. Mensch, Andi ist auf jeder Seite, ja genau. Ich behaupte, die kommunizieren viel mehr miteinander, als wir. Wenn wir uns besuchen wollten, dann sind wir halt durch die Straße gegangen und haben angeklopft und haben gefragt, sag mal, Frau Meier, ist der Nepomuk da? Und die hat dann gesagt, ja, der ist da, kommt raus. Und er hat gesagt, der ist da, muss aber Schularbeiten machen. Oder er hat gesagt, ist nicht da. So, und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Oder zum Spielplatz oder wie auch immer. Und heute haben die Menschen, die sich die mit elektronischen Mitteln, sozialen Netzwerken kommunizieren, viel, viel mehr Sozialkontakte und die sind vielleicht auf einer Ebene oberflächlicher. Das mag ja sein. Wenn ich mit dir WhatsApp, Nachrichten, SMS irgendwas schreibe, dann kriegst du nicht meine Betonung mit, du kriegst nicht meine Stimmgeschwindigkeit mit, du hast lediglich die Wortwahl, die Antwortgeschwindigkeit und so weiter. Aber diese Millionen von Daten, die wir in der direkten Kommunikation rüberbringen, die haben wir natürlich nicht. Und deswegen empfehle ich auch immer Finger weg von diesen Dating-Plattformen, wo du nur über Schrift kommunizieren kannst, weil du
lernst den Menschen eigentlich kaum kennen. Du lernst das, was dir fehlt, das ergänzt du durch dich selber. So tickt unser Gehirn. Und dann verliebt man sich in sich selber. Aber die kommunizieren viel, viel mehr, sind damit in der Regel viel vernetzter als wir, aber die Welt wandelt sich natürlich. Also vor. Ja, nee, ich gebe da vollkommen recht, klar. Also unsere Digitalisierung, unser Fortschritt ist natürlich angewiesen auf den Umgang mit dieser Technologie. Das ist ja die Basis unserer Globalisierung. Aber vielleicht ist ja gerade das, was uns jetzt auf die Füße fällt, dass wir gesagt haben: Ja, back to the roots, raus in die Natur. Hier habe ich, muss ich auch kurz einblenden: Ich habe für Menschen, die jetzt wieder sagen, okay, jetzt gehe ich wieder raus in die Natur, man darf ja rausgehen in die Natur, in den Wald. Und ich habe ja, ich muss das direkt einmal herzeigen, ich habe ja einen fantastischen, sage ich jetzt mal, Film gemacht vor knapp 1,5 Jahren. Und zwar, wenn jemand sagt, okay, ich möchte in den Wald raus, dann bitte den vielleicht Empfehlung, dieses Film Geheimnis Wald, weil da läuft ja gerade auch momentan sehr viel zum Thema Wald, zum Thema Vernetzung, wie denken, wie leben Bäume etc. Die sind ja offensichtlich auch sehr menschlich. Aber in dieser Dokumentation geht es ja noch viel weiter. Denn man kann ja lesen hier, im Reich der Naturgeister mit dem Förster und dem Seher Mystiker Sam Hess auf den Spuren von Feen, Elfen und Devas. Und was die sind, das kann man hier entdecken. Hier ist praktisch eine Art Gebrauchsanleitung, weil vielleicht haben die ja ganz andere Botschaften jetzt in unserer Zeit. Das wollte ich nochmal kurz ansprechen, auch zum Thema Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe deinen Film gesehen, der ist großartig und deswegen, das passt ja ganz gut, dass ich sage, hin und wieder setze ich mal das Wort Geist bei Geisteswissenschaftler, der ich ja bin, in den Plural, beschäftige mich ja eben mit Geistern, also mit Geist, Geister, mit dem, was uns beseelt. In dem Zusammenhang mit dem Video von dir fällt mir noch was ein, und zwar bis vor, keine Ahnung, ungefähr 2 Monaten, wurden wir ständig ermahnt, Leute, legt euer Handy weg, guckt da nicht drauf, ihr seid Zombies, ihr rennt nur noch so durch die Gegend, um Gottes Willen, trefft euch mal wieder mit Freunden, redet mal wieder miteinander. Und seit wenigen Wochen wird das absolute Gegenteil durch die Medien propagiert. Geht nicht auf Partys, trefft keine Leute, macht irgendwelche Veranstaltungen per WhatsApp oder eben Zoom, Skype. Was also sind jetzt die Jungen praktisch technologisch voraus, weil die haben schon gelernt, die haben sich an diesen Zustand, sage ich jetzt mal, die Isolierung ja schon gewöhnt, da haben wir gesagt, okay, ich bin sowieso über dieses Gerät mit allen etc., für die hat sich eigentlich praktisch gar nichts geändert. Ne? Sag dir jetzt mal, woran das liegt. Jetzt habe ich's verstanden. Pass auf, Nepomuk. Dass wir nicht mehr rausgehen dürfen, dass wir nur noch in unseren Zimmern hocken sollen und mit dem Telefon rumdaddeln sollen. Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass Angela Merkel wahrscheinlich irgendwie zu viele Anti-Aging-Produkte entwickelt hat, innerlich total jugendlich geworden ist und jetzt genau das tut, was die Jugendlichen macht, nämlich nur noch da rumdaddeln und weil sie die mächtigste Frau Deutschlands ist, sagt sie so, das machen jetzt alle. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Aha, na gut, das ist jetzt, soweit ist es bei mir noch nicht, das läuft jetzt nur ein bisschen durch die Windungen hindurch, aber ich hätte gerne noch mal was Interessantes. Kennst du die Myrna Gurbet al-Akras? Noch kenne ich sie nicht, hilf mir. Okay. Ja, die zeige dir kurz, die blende jetzt mal kurz ein. Weil wenn wir schon so einen Quarantänestadel haben, dann gehört natürlich auch das Thema Wunder dazu. Wunder. Oh ja. Wunder. Denn sage und schreibe, man hört ja von Wundern in der Kirche, in der Katholik, also immer wieder hat man von Wundern gehört, aber keiner sagt, Mensch, ich habe selber noch kein Wunder erlebt, oder die wenigsten, wenn jemand ein Wunder erlebt hat, bitte hier unter die Kommentare schreiben, wir gerne dem Wunder nachgehen, aber hier ein Wunder, das, und das muss jetzt kurz, ich gebe vielleicht den Bildschirm frei, dann sieht man das, und zwar, siehst du das, da gibt es diesen Fall der Myrna Gurbet al-Akras, und zwar kommt die aus Damaskus. Ja, okay. Und bei der guten Frau ist 1981 also ganz was Interessantes passiert. Und zwar, sie hat begonnen, an den Händen Olivenöl auszuschwitzen. Okay. Okay. Und dann natürlich die Ärzte gekommen und haben gesagt, und dann der Geheimnis ist gekommen und haben gesagt, ja, was läuft denn hier? Das geht ja gar nicht und etc. Und wenn da hier gefaked wird, dann hackt man hier die Hände ab, die sind da ganz brutal, da scheinbar da unten, etc. Dann haben sie aber gesagt, nee, das haben sie dann bestätigt, dass das stimmt.
Und dann gibt es eine ganz schräge Geschichte. Und dann der Vater von dieser Myrna hat von Russland Urlaub ein kleines Jahr, sage ich mal, also ein Bild mitgebracht. Damit, da ist die Mutter Gottes mit Kind oben drauf. Und nach kurzer Zeit hat auch dieses Bild begonnen, das ist ungefähr 5x8 cm groß, auch dieses Olivenöl auszuschwitzen. In der Stunde ist eine ganze Tasse hier, ne? Und dann hat die Myrna eine Frauenstimme gehört, ja bitte lasst hier alle Menschen rein, die sollen das auch sehen und entzündet der Kerze etc. Ja, dann haben die Leute gesagt, Mensch, ja wunderbar, das wollen wir uns anschauen, wir wollen auch gerne so ein Gottesbildchen bekommen. Und dann haben sie es kopiert und haben dieses Gottesbildchen hier vervielfältigt. Was ist passiert? Dann haben die auf dieses Bett, wo die Myrna normal drin liegt, diese ganzen Bildchen draufgelegt und auch diese Bildchen haben begonnen, dieses Olivenöl auszusondern. Ne? Nee. Ja, doch, ja. Ja, es ging ja weiter, jetzt geht es ja weiter. Und jetzt hat dann die Myrna plötzlich zu Ostern, weil Ostern steht ja vor der Tür, begonnen auch diese berühmten Stigmata, also diese Wundmale zu bekommen an der Stirn, sage ich jetzt mal, an den Füßen, an den Händen. Dann sind natürlich hier ja viele, viele Ärzte und Wissenschaftler weltweit angereist, etc., um diesen Fall hier eben zu untersuchen, etc., ob hier gefaked wird, etc., pipapo. Dann ist eben diese Maria da erschienen, ne? Hier ist also eine Abbildung. Ja, so viel zu dem Thema Wunder. Und was interessant ist, das läuft immer noch. Und es gibt ein paar dicke Bücher über diesen Fall. Ich habe diesen Fall bekommen vom Pater Dr. Andreas Resch, der für die Kirche, sage ich jetzt mal, mittlerweile über 80 Leben lang diese Fälle untersucht hat. Also, das passiert immer noch. Das hören wir natürlich auch nie. Und darum haben wir einen Quarantänestand. Da gibt es auch Wunder. Habe ich das gerade richtig gelesen in einer deiner PowerPoint-Folien, dass um 23 Uhr sich alle Wunden gleichzeitig geschlossen haben bei den Leuten? Ja, richtig. Die Wunden sind wieder total verschwunden. Es blieb keine Narben übrig etc. Und das wiederholt sich eben seit 1981. Okay. Also dass Narben tatsächlich wieder verschwinden können, den Effekt kenne ich auch aus von meinem Job her. Ohne Stresshormone bilden Wunden keine Narben. Das heißt, wenn in irgendeiner Form Stress dabei ist, dann ist das nicht so gut für die Wunde. Und mit kollodialem Gold kriegst du Narbengewebe auch wieder ein bisschen geschmeidiger, sodass Narben auch weitgehend unsichtbar werden. Aber die hatten ja, vielleicht waren die so voller Ehrfurcht oder sonst was, dass die, keine Ahnung, mit ihren Glückshormonen ihren Körper geheilt haben. Also, diese pathologischen Phänomene, die tauchen ja weltweit immer wieder auf. Wie gesagt, bekommen sie leider auch nicht mehr so oft mit. Und wie gesagt, es gibt ja, ich werde nächstes Mal ein Beispiel zeigen von einem Mann, der levitiert. Da gibt es über 71 Beispiele in der Geschichte von Menschen, die eben schweben konnten. Und alle diese Dinge, auch immer interessant, hat man eigentlich am Stammtisch in einem Quarantänestand auch mit, dass die Leute hier rumschweben. Und oder wundervoll bringen. Aber man soll über diese Dinge erfahren, auch wieder ein bisschen ein Background zu kriegen, dass eben die Welt, diese Realität doch nicht genau das ist, wo wir uns immer unser Bild machen davon. Okay. Bei der Gelegenheit, wir haben eine ganze Menge Zuschauer, habe ich gerade erfahren, und die haben auch erstmal herzlich willkommen nochmal für alle, die nachträglich eingeschaltet haben. Servus, gell? Ja. Und nochmal die Bitte, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welche Erfahrungen habt ihr mit Quarantäne gemacht, mit der Ausgangsbeschränkung? Wie geht ihr damit um? Was habt ihr Kreatives euch einfallen lassen? Oder wie nutzt ihr diese Zeit? Eine Sache fällt mir gerade spontan zum Beispiel ein. Viele Menschen können ja auch ausschlafen. Ich habe heute Morgen noch einen Beitrag von einem Arzt, keine Ahnung, ob das ein Infektologe war oder sowas, gehört, der sagte, ganz, ganz wichtig, natürlich gesunde Nahrung, viele Vitamine, grüne Pflanzen, also nicht immer nur von Nudeln und Klopapier ernähren. Grüne sondern Pflanzen? Alles Grünzeug, alles, was bunt ist, sagt er, sollen wir essen und ausschlafen, viel Schlaf, naja. Und also übrigens, Andreas, Essen ist gut, aber Stichwort Essen. Weißt du, was ein Essigknödel ist? Ein was? Jetzt kommt wieder so eine bayerische Sauerei. Essigknödel. Essigknödel. Ja, ich blende nochmal. Also viele Leute haben da gekocht und es bleibt irgendwas übrig und manchmal bleibt der Knödel übrig. Nicht? Man hat Enten gehabt, keine Ahnung, oder was weiß ich, wo man halt einen Knödel braucht oder einen Schweinsbraten. Und dann hat man gesagt, Mensch, jetzt bleiben uns 3, 4, 5 Knödel übrig, was mache ich mit diesen Knödel? So, du kannst die Knödel in den Kühlschrank tun, 2, 3 Tage aufheben und dann sagt, okay, jetzt hole ich die Knödel raus. Okay. Und dann kannst du sagen, jetzt mache ich einen Essigknödel. Siehst du das? Du kannst die Knödel aufschneiden, Zwiebeln dazu, Essigöl,
Zucker etc. Und so weiter. Und das ist ein super leckeres Gericht, ganz schnell gemacht, innerhalb von 2 Minuten. Und schon ist die Sache wieder geritzt. So viel zum Essigmittel. Das ist so ein typisches Quarantäneessen, ne? Das kann man. Ja, genau. Nochmal gegessen. Du hattest mir ein Wort erklärt in unserer Ankündigung, Zwiebrochers. Also ein Zwiebrochers ist nicht etwas, wo man zweimal erbrochen hat und dann wieder gegessen hat, sondern ein Zwiebrochers. Zum Beispiel auch die Sparprogramm, wenn man natürlich in der Quarantäne jetzt sagt, jetzt brauche ich vielleicht nicht ganz so viel Wäsche etc. und man geht ein bisschen vorsichtiger mit seinem Gewand, mit seiner Kleidung um, wie auch immer, aber man schmeißt es in die Wäsche, ne? Du ziehst ein Hemd aus, heute Abend nach der Sendung, dann schmeißt du es in die Wäsche und sagst zu deiner Andrea, du bitte wasch mir mal das Hemd etc. Und dann hat ja Andrea vergessen, das Hemd zu waschen und dann sagst du, ach weißt, nächsten Tag siehst du das Hemd dann noch im Wäschekörbe drin liegen und dann sagst du, ach weißt was, das ziehe ich nur mehr an. Also ist das Hemd dann zweimal gebraucht, das ist dann ein Zwiebrochers. Ein Zwiebrocher. Ja. Okay, ich habe gerade in den Kommentaren schreibt der Cityfuchs, hallo Cityfuchs, er nutzt die Zeit der Quarantäne, um mal die Bücher von Andreas Winter zu lesen. Okay, ja gut, das kann man natürlich machen, also Daumen hoch. Ja, also ich habe auch noch ein paar Bücher von Andreas Winter lesen, das ist durchaus, also danke Angela Merkel für das schöne Geschenk. Hast du gut gemacht. Ja, ich habe auch noch 9 Dokumentationen, 7 Bücher, also geht eigentlich das Ganze nicht aus, also wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken will, hinter diese Realität, wie gesagt, einen kleinen Einblick haben wir ja gerade gekriegt in die Wunder der Welt, ob das Essen, Trinken oder auch diese Realität ist. Wir werden jetzt mal schauen, was wir in den nächsten Tagen hier noch an Wundern und Tipps und Quarantäne-Geschichten auftun. Mal schauen, was die Menschen alles da einfällt, was sie uns schreiben, über was sie gern reden wollen, wo sie gern etwas drüber wüssten, mehr über diese Realität, die Hintergrund abläuft, mehr über die bayerische Sprache, mehr, ob die sehen können, dass der Nepomuk vielleicht auch langsamer sprechen kann. Wer weiß, man kann ja das Video auch in halber Geschwindigkeit dann wieder abspielen, auch kein Problem. Aber wir machen Wenn das mal reicht mit der halben Geschwindigkeit. Wir tun uns da ja beide nichts. Aber es hängt natürlich tatsächlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Feedback kriegen wir. Wenn wir nur Daumen runter kriegen, dann sagen wir irgendwann, weißt du was, dann trinken wir unseren Kaffee und unser Weißbier einfach alleine zu Hause. Aber wenn wir ganz viele Daumen hoch kriegen und sagen, Jungs, macht weiter, wir überbrücken die Zeit der Quarantäne, dann geht es immer weiter, oder? Was meinst du? Also Andreas, haben wir noch eine wichtige Frage im Chat zu beantworten, weil der Quarantäne-Girl hat ja noch bestimmt irgendwo den Verlauf hinten, der Andrea hier das verfolgt. Ja. Hat die noch irgendwie eine Botschaft für uns, die wir hier noch auflösen müssen? Im Moment scheinen alle bedient zu sein, Andrea, ab. Aber alle Fragen, die jetzt nicht gestellt werden, die können wir dann ja morgen beantworten. Wunderbar. Andreas, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Kaffee. Also ist ja interessant, wie ein Dortmunder lang braucht, sage ich mir, so ein kleines Kaffeetasterl zu leeren, da, um Gottes Willen. Aber gut, ich bin mit meinem Weißbier auch noch nicht viel weitergekommen. Aber das also Andreas, hab ein gutes Nächtle, gell, und viel Spaß und einen tollen Abend noch für unsere Zuseher. Ich sage Servus nach Dortmund und Servus in die Welt, nach Bayern und wo auch immer hin. Ne? Wiederschauen, bis morgen. Servus.